Dein Körper ist eine ziemlich coole und ziemlich komplizierte Sache. Es folgen 10 verblüffende Fakten über den menschlichen Körper. Tastsinn. Unsere Finger sind erstaunlich feinfühlige Organe. Sie können winzige Unterschiede erfühlen und an das Gehirn senden. Wären unsere Fingerkuppen so groß wie die Erde, könnten sie selbst kleine Häuser problemlos ertasten. Blutkreislauf. Unser Blutkreislauf ist eine Autobahn der Superlative. Seine Gesamtlänge beträgt über 100.000 Kilometer und würde locker zweimal um den Äquator reichen. Unsere Augen sind wahre Teleskope. Bei perfekten Bedingungen und ohne Trübung des Sichtfeldes können Sie eine Kerze in 50 Kilometern Entfernung flackern sehen. Natürlich nur bei perfekter Dunkelheit. Der Bauchnabel ist ein wahres Laboratorium und eine Goldgrube für Forscher. In dem eigentlich nutzlosen Rest der Nabelschnur finden Wissenschaftler immer wieder Bakterien und Kleinstlebewesen, die sie noch nicht kannten. Ja, lecker. Die Liebe. Ist es nicht schön, verliebt zu sein? Unser Gehirn sorgt dafür, dass die Liebe nicht langweilig wird. Es setzt die gleichen Botenstoffe frei wie die bei einem starken psychoaktiven Rausch mit Drogen. Die Zellen. Unser Körper besteht aus unterschiedlich aussehenden Zellen. Gehirnzellen sehen anders aus als Hautzellen und so weiter. Es sind übrigens eine ganze Menge Zellen, nämlich insgesamt 17 Quadrilliarden, also eine 7 mit 27 Nullen. Muskeln überall. Jede Bewegung des Körpers wird durch Muskeln durchgeführt, auch die, die wir kaum noch wahrnehmen. Die Muskeln zum Beispiel, die unsere Augen steuern, bewegen sich täglich 100.000 Mal. Würden unsere Beine sich vergleichbar viel bewegen, müssten sie 80 Kilometer weit laufen. Menschen sind Herdentiere. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, allein zu sein. Er sollte stets umgeben von Freunden, einer liebevollen Familie oder einer Gruppe, in der zusammengehalten wird, sein. Fühlt sich der Mensch über längere Zeit alleine, kann er ernsthaft krank werden. Wir sind im Umbau. Der Körper ist nicht einfach statisch da und verändert sich nicht. Es wird in jedem Moment, in dem wir leben, umgebaut und neu errichtet. In einer einzigen Sekunde kann er 25 Millionen neue Zellen erschaffen und Abgestorbene abtransportieren. Wir sind das Universum. Zumindest unser Gehirn sieht so aus. Schaut man sich die Strukturen unserer Neuronen an, so sieht dieses ganz genauso aus wie die Modelle des uns bekannten Universums. Eine kleine Welt im Großen sozusagen. Was ist das Fantastischste an eurem Körper? Verratet es uns in den Comments.